Die Wucht der Verpuffung zerstört gestern dieses Café in der Berger Straße in Frankfurt. Am schlimmsten erwischt es die 27-jährige Angestellte des Cafés. Sie liegt schwer verletzt in einer Offenbacher Spezialklinik. Beine, Hände, Dekolletébereich, Hals, Gesicht, Haare sind verbrannt. Und jetzt liegt sie in Intensivstation in der Klinik. Sie kann sprechen, ja, sie kann sprechen, aber sie steht unter Schock, ist total, es geht ihr nicht gut. Insgesamt wurden bei dem Unglück 4 Personen verletzt. Heute nun Aufräumarbeiten am Café, die Spuren der Verwüstung weitestgehend beseitigt. Auch im Friseursalon nebenan wird aufgeräumt, die Druckwelle hat auch hier gewütet. Die Explosion hat, glaube ich, hier stattgefunden. Und hier war die Trennwand und es ist alles reingedrückt worden. Ja? Die ganzen Farben, ja, die sind alle gegen die Wand da hinten geknallt. Die Polizei hat mittlerweile erste Erkenntnisse darüber, wie es zu der Verpuffung kam. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hat die 27-jährige Angestellte in einem kleinen Nebenraum mit einem Spray hantiert, das sich letztendlich entzündet hat. Es handelt sich bei dem Spray um einen Raumduftspray und die Dose haben wir auch im Anschluss sichergestellt. Ein Raumduftspray, wie es im Handel erhältlich ist. Ein Unglück wie in dem Café könnte also jedem passieren, wenn die Umstände stimmen. Also ob das ein Raumspray war oder ist oder eine Treibmittelflasche, ein Haarspray oder eine Lackdose. Alle letztendlich Druckbehälter, die mit einem Gas gefüllt sind, was brennbar ist, was man ja auch auf diesem Druckmittel erkennen kann, ist ein brennbares Gas. Und wenn man das in die Umgebungsluft ausbringt und das Mengenverhältnis stimmt, zu fett oder zu mager, und wenn wir den idealen Bereich haben, kann es zu einer Explosion führen. Entscheidend bei einer Explosion oder Verpuffung ist die Konzentration des Gases in der Luft. Bei zu wenig oder zu viel passiert nichts. Erst die optimale Mischung wird zum Verhängnis. Ein kleiner Funken, sogar einfaches Lichteinschalten reicht dann aus, die Katastrophe auszulösen. Es kommt zur Verpuffung. Friseurmeister Anibal Pinto hatte gestern Glück im Unglück. Bei ihm ist es bei Sachschäden geblieben. Gott sei Dank. Gestern war Montag und haben die meisten Friseursalons zu. Wir auch. Wären ihr auch Verletzungen zu beklagen. Also die ganzen Spiegel sind aus der Wand runtergekracht. Also das heißt, wenn die Kunden hier sitzen würden, hätten die den Spiegel ins Gesicht bekommen. Und wir auch. Der 27-jährigen Angestellten des Cafés ist ein Raumduftspray zum Verhängnis geworden. Sie wird nun in einer Spezialklinik behandelt und wird sich hoffentlich wieder erholen.